Junge Selbstbestimmung, die Südtiroler Freiheit kündigt auf ihrer Landesversammlung an, noch stärker auf den Generationenwechsel zu setzen. Im übertragenen Sinne auf hoher See ist hierzulande noch immer die von der Südtiroler Freiheit geforderte Selbstbestimmung. Bei der heutigen Landesversammlung nahmen die Mitglieder der Bewegung nun den nächsten Anlauf zu ihrem Kernthema, diesmal unter neuen Vorzeichen. Nach dem Referendum vor den Landtagswahlen wird jetzt noch stärker auf die nächste Generation und die neuen Medien gesetzt. Die alte und die junge Südtiroler Freiheit drückte auf den roten Knopf. Bei der Landesversammlung in Bozen wurde eine überarbeitete Internetseite freigeschaltet, auf der jeder Fragen zur Selbstbestimmung posten darf. Schon nächstes Jahr sollen alle Antworten in einem Weißbuch stehen. Die Schotten haben das gemacht. Und auch die Südtiroler Freiheit will diesmal weitergehen. Jeder versteht unter dem Thema Selbstbestimmung etwas anders. Die Selbstbestimmung ist ja nichts anderes als eine Volksabstimmung. Das heißt, eine Abstimmung darüber, ob man bei Italien verbleiben soll, also ob man ein unabhängiger Staat werden möchte oder ob man die Wiedervereinigung möchte. Und für alle diese drei Wege braucht es ja Antworten. Antworten mit völkerrechtlicher Absicherung. Der Professor aus der autonomen kanadischen Provinz Quebec zitiert: Staaten dürfen keinen Zwang ausüben gegen Freiheit und Selbstbestimmung. Der Trend ist der, dass Völker sich frei verwalten wollen. Die Schotten taten's, die Katalonen tun's, und dieser Professor verheimlicht seine Sympathie für die Südtiroler Freiheit erst gar nicht. Es gibt auch Zwischentöne. Der künftigen EU-Abgeordneten aus Galizien in Spanien ist anzuhören, wie wenig sie von alten Ressentiments und historischen Abrechnungen der Tiroler Prägung hält. Dennoch. Wir Galizier wollen wie die Katalanen und Basken frei sein. Wir müssen dafür nicht einen eigenen Staat gründen, aber wir können. Die kleinen Länder in Europa beweisen, dass sie überlebensfähiger sind als große Staaten. Mehr Optionen, weniger Einbahnstraßen. Vor so einem Wandel scheint auch die Südtiroler Freiheit zu stehen. Die Selbstbestimmung hat eine Chance, zum Thema der Jugend zu werden.